Ja, wir sind um 23.33 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Berglen-Steinach alarmiert worden. Vorgefunden haben wir praktisch eine starke Verrauchung durch das Fenster zur Straßenseite. Im weiteren Verlauf ist praktisch der Brand auf der Gebäuderückseite durchgebrochen und bereits auf der Anfahrt wurde die Drehleiter der Feuerwehr Winnenden mit alarmiert. Ja, zunächst war die anfängliche Meldung, dass praktisch Personen noch im Gebäude drin sind. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren beide Personen vor dem Haus und konnten dem Rettungsdienst übergeben werden. Eine Person ist im Krankenhaus und eine Person wurde familiär untergebracht. Das Obergeschoss stand dann praktisch im Vollbrand. Wir haben es versucht mit dem Angriffstrupp im Innenangriff, haben dann praktisch abgebrochen, haben versucht dann über die Drehleiter, konnten dann aber auch nicht weiter vorgehen aufgrund von dem Strom. Der Energieversorger kam ca. 20 bis 30 Minuten nach Alarmierung. Erst dann konnten wir weitere Schritte einleiten und haben dann im zweiten Versuch mit einem weiteren Angriffstrupp die Lage unter Kontrolle gebracht. Es gab diverse Riegelstellungen auf der Gebäuderückseite, haben hier das Feuer in Schach gehalten. Die Wasserversorgung haben wir praktisch von zwei Seiten aufgebaut, einmal von der Erlenstraße und auf der Gebäuderückseite von der Silberpappelstraße, haben Verbindung mit dem Wasserwerk aufgenommen, es wurden Druckerhöhungen gefahren, die Pegelstände der Hochbehälter hat der Wassermeister im Auge behalten und die Einsatzleitung darüber informiert. Wir sind mit ca. 60 Kräften und 7 Fahrzeugen der Feuerwehr Berglen im Einsatz, unterstützt von der Feuerwehr Winnenden mit der Drehleiter und vom Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Fellbach. Des Weiteren ist der Kreisbrandmeister vor Ort. Der Rettungsdienst ist mit zwei RTWs und einem Notarzt und die Bereitschaft vom Roten Kreuz in Winnenden ist auch vor Ort. Gut, wir gehen jetzt weiter vor und tun im Innenangriff praktisch die Dachhaut abdecken. Die Drehleiter hat an der Gaube die Arbeiten vorbereitet. Und jetzt werden wir Schritt für Schritt das Dach abdecken, weitere Glutnester suchen und die dann vollends ablöschen.